Liebe Flasher, hier ist wieder eure Sarah. Ich habe mich dazu entschieden, dieses Mal ein Video über Schneisen schlagen oder auf Englisch Funneling zu machen. Also über die Basics eigentlich, die man braucht, wenn man zwei, aber auch drei Sterne Taktiken im Clankrieg angehen möchte. Wie ihr seht, schläft mein King immer noch einen Tag. Ich hatte eigentlich geplant, euch auch nochmal Golalo zu zeigen. Die Taktik hatte ich im letzten Video nicht drin. Aber ich habe mich jetzt entschieden, mit den Basics einfach anzufangen, damit wir ein bisschen vorankommen und damit ihr euch auch mal was anderes ansehen könnt. Ich hatte ja gesagt, Schneisen schlagen. Ich finde, das ist einer der wichtigsten Punkte, den es im Clankrieg oder generell bei Angriffen gibt. Wo setze ich Truppen ein? Was bewirken diese Truppen? Sich darüber Gedanken zu machen, welche Verteidigungsgebäude abgelenkt werden und wie eure Truppen laufen werden, also wohin sie gehen und wie man das beeinflussen kann. Dafür habe ich mit Gowalp angegriffen für euch. Wie gesagt, ohne King noch. Die nächsten Angriffe werden dann wieder mit King. Ich würde sagen, wir starten mal. Und zwar haben wir den hier zum Beispiel. Da ist die Base ganz schön, deswegen starten wir mit dem. Und ich mache mal eine Pause. Ich möchte mit euch jetzt eigentlich noch gar nicht so viel über GoVibe reden. Deswegen ist das vielleicht nicht die richtige Angriffsseite gewesen. Oder nicht die optimale. Aber das ist mir in diesem Fall egal gewesen. Was ich euch zeigen wollte, ist Funneling. Also, Schneisen schlagen, Schneisen bauen. Wie gehen wir vor? Ich habe angegriffen von der Seite 9 bis 12 Uhr. Also dieser Seite. So, machen wir das zurück. Was ist mein Ziel? Ich habe drei Golems. Zwei hier, einen in der Clanburg. Beziehungsweise in der Clanburg können auch Riesen gewesen sein. Das ist aber für diesen Fall jetzt unerheblich. Was ich machen wollte, ist, möglichst viel Def abzulenken. Das heißt, hier habe ich was, hier habe ich was, hier habe ich was und vielleicht habe ich hier noch was. Das heißt, diese Gebäude würden auf meine Truppen schießen. Ich möchte möglichst in die Mitte, also möglichst hier so rein. Und deswegen sollen meine Haupttruppen hier kommen. Ich möchte aber, dass meine Haupttruppen nicht hier lang oder hier lang gehen. Das wollen wir nicht. Jetzt wird es langsam unübersichtlich, deswegen mache ich jetzt wieder zurück. Genau. Wie gehen wir dazu vor? Ich hatte mir überlegt, ich setze drei Golems. Die Golems verteilt man. Warum verteilt man sie? Weil die Golems tanken sollen. Die sollen die Def des Gegners ablenken von den eigenen Truppen, damit unsere Truppen, die Schaden machen können, Golems erzeugen ja nicht so viel Schaden, die Schaden machen können, möglichst unbeschadet in die Mitte kommen oder möglichst weit kommen. Das heißt, das sind Schutzschilde, die wir einfach haben und die wir nutzen wollen. Jetzt hat diese Base so schöne Ecken. Golems gehen ja auf die nächstgelegene Def. Wenn da eine Mauer zwischen ist, vielleicht nicht ganz die nächstgelegene, aber in etwa die nächstgelegene Def. Das kann man sich hier zunutze machen. Ich wollte diese Kanone ablenken. Deswegen nehmen wir eine andere Farbe. Schicke ich hier ein Golem rein. Jetzt würde dieser Golem ziemlich alleine sterben. Er wird die Kanone ablenken und je nachdem, ich weiß es jetzt nicht genau, könnte auch noch ein bisschen was anderes ablenken, aber ich glaube, es ist genauso gebaut, dass er es nicht tut. So, wir wollen nicht, dass der Golem alleine stirbt. Deswegen nehmen wir noch eine Farbe, vielleicht so ein Grün, ich hoffe, man sieht es. Setzt man Magier hinter den Golem. Wo setzt man die? Naja, der Golem lenkt die Kanone ab. Und dann kann ich mir angucken, in welchem Radius ist denn was geschützt. Hier ist der Bogiturm, deswegen machen wir nochmal eine Farbe.
So, deswegen ist, sagen wir hier, die Grenze vom Bogiturm. Hier wäre die Grenze von dem Bogiturm. Ich mache hier mal so eine hin. Der Bogiturm geht wahrscheinlich so in etwa. Das sind die Grenzen von den Gebäuden. Das heißt, wenn ich jetzt ein Magier, gehen wir wieder zurück auf diese Farbe, wenn ich einen Magier hier hinsetzen würde, wird er vom Bogiturm abgeschossen werden, auch wenn der Golem da ist. Deswegen fange ich an, ihn frühestens hier zu setzen. Und ich setze ihn schnell hinter dem Golem, aber erst, wenn der Golem die Kanone erreicht oder die Kanone auf sich gezogen hat. Warum? Die Kanone schießt auf dem Golem, andere Devs schießen eventuell auch, der Minenwerfer zum Beispiel oder der Expo könnte auch noch reichen. Die schießen alle auf diesen Golem, auf diesen armen kleinen Golem, der vollkommen alleine steht, der selber keinen Schaden machen kann. Wenn die Magier schnell vorwärts kommen, können sie auch schnell die Devs ausschalten, die auf den Golem schießen. Und damit lebt der Golem länger, schützt trotzdem aber weiter meine Truppen. Deswegen ist das Ziel, Golems nicht alleine sterben lassen. Einfach auch, weil man das nicht tut. Das heißt, das ist diese Seite. Ich mache jetzt noch mal ein bisschen zurück. Also, ich hatte gesagt, ich setze die Golems hier an der Seite. Vielleicht lassen wir es einfach mal ein bisschen laufen. So sieht das Ganze aus. Ich hatte jetzt hier keine Magier gesetzt und hier keine Magier gesetzt, weil die Golems auch noch nicht alles auf sich gezogen haben und weil ich es in meinem Fall nicht brauche. Wichtig ist, dass diese Kanone weg ist und dass diese Kanone weg ist. Warum? Ich werde hier noch meinen Hauptangriff setzen und der soll nicht abgelenkt werden. Die Golems würden hier zu Devs laufen, aber weil hier Mauern sind, könnten sie auch hier rumlaufen oder hier rumlaufen. Das wollen wir nicht. Deswegen müssen die Sachen weg. Machen wir noch mal ein bisschen zurück. Das heißt, wir haben die Magier, die die Golems quasi auch schützen. Die Golems schützen im Umkehrschluss aber auch die Magier. Und jetzt sind diese Gebäude hier in der Mitte noch frei. Die schießen auch nicht auf die Golems. Deswegen setzen wir hier auch noch einen Golem. Dahinter wieder ein paar Magier, wobei das nicht so wichtig ist. In dem Fall lenkt der Golem das ab. Wichtig ist, dass diese Gebäude weg sind. Hier. Also eigentlich das hier auch noch. Warum? Auch meine Helden würden gerne hier lang laufen, solange die Gebäude noch da sind. Sie sollen aber in die Mitte. Sie sollen hier lang. Wie gesagt, deswegen brauchen wir die Magier da auch. Deswegen müssen die ein bisschen aufräumen und sie müssen diese Schneise schlagen. Ich möchte diese Gebäude hier, ich mache nochmal zurück, weil es jetzt echt unübersichtlich wird. Und ich mache es nochmal in einer anderen Farbe. Diese Gebäude hier möchte ich sogar stehen lassen. Ich möchte sie deswegen stehen lassen, weil meine Packers und alles hier vielleicht eingesetzt werden. Und das nächste, was sie sehen sollen, soll nicht das hier oder das hier sein, sondern das nächste soll dieser Bogiturm mit dem Feger sein. Ich brauche dazu natürlich Minenwerfer. Nicht Minenwerfer, Mauerbrecher natürlich. Ohne die Mauerbrecher würde die Mauer nicht aufgehen. Deswegen Mauerbrecher noch dazu. Ich mal noch mal an. Diese Gebäude bleiben da. Das hier geht weg. Das hier geht weg. Das hier geht weg. Das hier geht weg. Die Kanone ist wichtig. Das hier vielleicht auch noch. Auch hier Kanone weg. Dann ist der Rest, der übrig bleibt, diese Mitte. Und da wollen wir rein. Deswegen ist das genau richtig. Ich habe zwei Sprung mit, damit geht das natürlich ganz gut. Und ich mache jetzt mal alles weg und wir machen weiter. Ich setze hier jetzt, wie gesagt, den Golem. Ich setze Mauerbrecher, damit die Mauer aufgeht. Jetzt kommt meine restliche Truppe. Sie läuft erstmal Richtung Mauer.
und ist deswegen sehr, sehr nah schon an dem Feger und kann weiterlaufen und reinlaufen. Wie ihr seht, ziehen jetzt die Golems nach innen. So, ich markiere euch das nochmal. Die Golems sind jetzt alle hier. Das heißt, sie gehen in die Mitte, sie gehen rein, aber hier ist nicht mehr so viel Schutz da. Das passiert manchmal, wahrscheinlich weil die Golems hier so rumgelaufen sind. Hätte ich sie hier gesetzt, wäre das hier das nächste gewesen. Sie wären dahin gegangen. Das ist alles was man beachten kann und was man beim Planen und Setzen von Truppen für 3 Sterne auch beachten muss. Manchmal klappt es auch ohne, aber je sicherer man 3 Sterne haben will, desto wichtiger ist das. So, und ab hier ist das eigentlich nur noch abwarten. Ein bisschen mit Wut zaubern. Die Packers sind natürlich gut, weil sie die Helden sehr, sehr schnell killen und auch auf die Helden draufgehen. Und jetzt läuft es einfach. Jetzt laufen die Truppen vorne weg. Man muss aufpassen, dass man genügend Sprungzauber hat, damit die ganzen Truppen nicht an Mauern stehen bleiben und an Mauern die Mauer versuchen durchzubrechen und da sehr, sehr lange für brauchen und in der Zeit sehr, sehr viel Deaths natürlich auch auf sie schießen und sie stark, stark angreifen können. Deswegen muss man da ein bisschen aufpassen und sich vorher überlegen, wie viel Sprungzauber brauche ich. Ich mache jetzt nochmal. Genau. Ich sehe ja vorher, ich habe hier Mauern, ich habe hier Mauern, ich habe hier Mauern, ich habe hier Mauern. Ich komme gar nicht rein und raus, ohne viele Mauern aufzubrechen. Ich hätte versuchen können, eventuell hier einen Sprung zu, ein Erdbeben zu setzen. Ein Erdbeben hat, glaube ich, 8 Platz, also 8 Blöcke. Ich wüsste jetzt gar nicht, wie viel das hier sind. Das kann gerade so funktionieren, dass hier diese Ecken weg sind. Aber dann läuft alles durch so eine ganz kleine Ecke durch. In diesem Fall lieber 2 Sprungzauber mit, wenn ich auf 3 Sterne gehe. Wenn ich nur auf 2 Sterne gehe, was ich mit Gowalp ja relativ häufig mache, dann ist das kein Problem. Dann kann ich auch mit einem Sprung hinkommen. Jo, das dazu. Jetzt gucken wir uns den Rest nochmal an. Die Golems laufen jetzt wieder vor. Golems laufen immer zur nächstgelegenen Death. Das kann man sich auch zunutze machen, weil sie hier zum Beispiel schneller vorankommen als die anderen Truppen, die sich noch mit irgendwelchen Lagern beschäftigen. Wenn natürlich nur noch Death-Gebäude da sind oder vor einem liegen, dann ist es egal, dann sind die Golems langsam und durch das Langsame kommen die anderen Truppen eher vor. Wie auch immer, das hier wären jetzt 3 Sterne. Sehr knapp, meiner Meinung nach, aber ohne meine Queen, falsche Angriffsseite, gegnerische Helden waren da, das ist natürlich schon relativ stark. Das war es eigentlich von mir auch schon zum Thema Schneisen schlagen. Ich hoffe, es hilft euch. Ich werde in meinen anderen Videos jetzt auch nochmal drauf eingehen. Und wir gucken dann einfach, wie wir das fortentwickeln können. Nochmal zur Zusammenfassung. Guckt, welche Devs ihr ablenken müsst. Guckt, wohin eure Truppen laufen würden und wo ihr hin wollt. Da, wo ihr hin wollt, sollten eure Truppen auch hin. Aber manchmal muss man Truppen einsetzen, um Wege frei zu machen, um zu verhindern, dass die Truppen abdriften. Das als Schlusswort. Wir sehen uns bald wieder oder hören uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.